Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part hier auf YouTube und natürlich wieder im Habbo Hotel. Ja, Leute, heute ist das kein normales Video, sag ich mal so. Wir sind heute im brasilianischen bzw. portugiesischen Raum. Ich möchte mich natürlich auf das auf das brasilianische Meer konzentrieren, weil es mehr damit zu tun hat. Allerdings weiß ich halt nicht, woher wer herkommt halt. Das werden wir dann halt sehen. Ganz simpel, ihr könnt euch alle noch dran erinnern, an das 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2014. Und ich will halt die Leute mal ein bisschen provozieren, ja? Gesund provozieren. Und zwar haben wir das Wort Le Figaro. Das kennen bestimmt einige. Das spiegelt eigentlich das 7 zu 1 wider. Und ich will einfach mal gucken, ob die Leute da überhaupt drauf reagieren oder ob da gar nichts zurückkommt. Und das werden wir in den nächsten 10 Minuten einfach mal testen, ob da vielleicht irgendjemand mit uns reden will. Ich sehe gerade, die haben voll geile Räume. Also Cinema und so haben wir nicht, oder? Haben wir das in Germany? Ich weiß es nicht. Oh nö, jetzt haben wir Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Zurück sind wir nach der blöden Werbung. Und man sieht, hier sind voll viele Leute drin. Okay. Soll ich mal hier Le Figaro schreiben? Also ich bin hier der Typi. Alter, wie lange bin ich denn schon im Habbo-Hotel hier? Seit 2012. Nice. Cool. Wir schreiben einfach mal Le Figaro und gucken einfach mal, wer reagiert. Ich habe das eigentlich vor, mit etwas kleineren Räumen zu machen, ohne dass da viele Leute sind. Aber das Problem ist halt auch, dass ich gar nichts verstehe, ne? Scheiße. Ich weiß nicht, was wir hier gerade schreiben. Scheiße. Das habe ich jetzt natürlich nicht so beachtet, aber wir machen es trotzdem jetzt zu Ende. Scheiß drauf. Wir gehen einfach mal in den Raum hier, Sepa Azul oder was das ist, und werden einfach mal das Wort schreiben. Wir schreiben erstmal Can you English? Natürlich, ich kann kein gutes Englisch, bin ich ehrlich. Dazu bin ich einfach auch ein bisschen zu faul. Do you? Es ist total falsch jetzt. Do you know what? Das ist natürlich jetzt Denglisch, aber shit drauf. Wir fragen einfach, was Le Figaro ist. Also ich will das auch mal auf Englisch jetzt hier testen, ob die zurücklabern. I think it's a site. Was für eine Seite, bitte? Was für eine Seite? Also wir haben jetzt schon mal was Neues. Leute denken, Le Figaro heißt irgendwie eine Seite oder so. Kann man denken, ja, aber es bedeutet was ganz anderes. Ich warte mal kurz und dann schauen wir mal, ob er vielleicht wirklich auf Google guckt, weil ich denke mal, dass er das gleich mal suchen wird. Okay, er antwortet nicht. Ich habe ein bisschen länger gewartet, aber er antwortet nicht. Cassie. What is. Ah, das ist auch blöd. Ich erkläre ihm das eben. Der checkt nichts, der hat auch keinen Bock auf uns, glaube ich. Es ist schwierig durchzuführen, ja. Paracom isso. Was heißt das? Paracom isso. Paracom isso. Ich werde das mal googeln.
Das heißt so viel wie S auf Deutsch, aber das wird wohl nicht richtig sein. Was er damit meint, vielleicht seid ihr portugiesisch oder brasilianisch, wie gesagt, ist nichts gegen euch, ist wirklich nur so ein Fun Fact mit dem 7-1. Könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich werden hier einige Brasilianer bzw. Portugiesen, Deutsch-Portugiesen und so weiter das lesen. Und dann könnt ihr mir aber sagen, was heißt Paracom Isso? Ich weiß es nicht. So, und wir gehen mal weiter hier im brasilianischen Raum bzw. portugiesischen. Natürlich, ich weiß halt echt nicht, wer Brasilianer ist und so weiter. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich frage einfach mal, where do you from? Hier. Where do you from? Die haben auch keinen Bock, ist so eine Art Shop. Boah, ey, das ist echt nicht leicht. Die Leute dazu kriegen halt mit einem zu reden, ne? Man muss das sich mal vorstellen. Wir fragen den Typ mal, where do you from? Ah, you're doch nicht. You. Where do you from? Es wäre natürlich fail, wenn jetzt nichts Vernünftiges hierbei rauskommt im Video. Wir fragen einfach mal den Typi hier, William 16 DB, BD. Where do you from? Ach, der haut auch ab, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ich will jetzt nur eine Person kriegen. Komm. Vendo Bons. Wir fragen einfach mal jetzt in dem Raum. Komm. Einmal. Hier der Typ. Der sieht mir ganz nett aus. Der Diego Brödel. Letzte Person. Where do you from, Guy? Gucken wir mal, was der so antwortet. Diego Brödel, Alter, was ist das für ein Name? Ich habe so das Gefühl, dass die Portugiesen bzw. Brasilianer irgendwie keinen Bock haben auf mich heute. Boah, der antwortet nicht, der. Dann fragen wir hier noch einmal. Komm, wir haben noch 2 Minuten und dann. Boah, das muss was werden. Komm. So, das wird unser Opfer jetzt. Bitte, komm. Antworte mal bitte richtig. Please. Nome praque. Der könnte. Ich weiß es nicht. Ich will auch keine Vermutung aufstellen. No speak English. Ja. Wie? Du weißt nicht, was das heißt. Made in Brazil. What is Le Go, Bro? Das sollte er noch verstehen, denke ich mal. Hä? Ich habe so das Gefühl, die verstehen das einfach nicht, was Le Figaro ist. Also man hat mal gesagt in der Sportschau, dass die in also dass die Brasilianer, wenn man da irgendwie Le Figaro sagt, dass sie das checken, aber anscheinend checken die das nicht. Ich weiß nicht, was ist los? Ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare, wenn ich nochmal dieses hier versuchen soll oder irgendwie woanders noch was versuchen soll. Es gibt ja so einige Hotels, aber irgendwie wollen die Brasilianer nicht darauf reagieren. Ach. Ich erkläre es ihm nochmal. Egal. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Das war so eine kleine, chillige Folge und ja. Er sagt ja. Ich würde sagen, ciao.